Yoshi App hier am Start wieder hier und wir spielen mal ein anderes Spiel, und zwar Driver Speedboat Paradise. Gut, ich habe jetzt schon das Tutorial leider übersprungen, aber es ist ein ganz cooles Spiel, deshalb habe ich mir gedacht, nee, nehme ich es gleich auf. Ich habe es mir vor 10 Minuten runtergeladen, beziehungsweise habe ich es vor 10 Minuten bekommen, denn die App ist 600 und ein paar zerquetschte MB schwer. Okay, fangen wir an. Also man kann, erkläre ich gleich die Steuerung. Es geht halt um Speedboats, wie der Name schon sagt, und jo, der Ton ist ein bisschen leiser. So. Ich fände hier dieses Weiße, finde ich ganz cool, was hinter der Schrift so ist. Das ist ein ganz geiles Speedboat. Wir haben aber erstmal dieses Gelbe hier. Das ist unser erstes. So. Also. Steuerung ist nicht schwer. Man nach links, nach rechts lenken, bremsen, Nitro einsetzen und während der Luft einen Stunt machen, indem man in eine bestimmte Richtung wischt. Ich weiß nicht, ob es einen Turmstart gibt, so wie es aussieht, aber nicht. So. Das Spiel sieht eigentlich ganz gut aus. Deshalb, das ist die erste Rampe, jetzt hätte ich einen Stunt zeigen können. Jetzt setzt mein Nitro ein. So, da vorne kommen Rampen. Wenn ich jetzt nach rechts wische über meinen Bildschirm, passiert Folgendes. Also das muss noch auf der Rampe passieren. So, ich halte manchmal übrigens mal ein Mikro zu, um zu hören, so. Was passiert hier in meinem Haus? Hiermit laden wir übrigens Nitro auf wieder. Mit den Teilen, die wir vor uns waren. Hä? Ich habe gar nichts gemacht eigentlich, ich habe nicht mal einen Stunt probiert. Man kann höchstwahrscheinlich auch Doppelstunts machen. Ich habe eigentlich nur einmal drüber gewischt, ich weiß nicht, was das Spiel hat. Geil, jetzt bin ich gleich vorletzter. Ich probiere mal einen Stunt, den ich gerade in den Tipps gelesen habe. Das funktioniert auch gut. Ja, vor allem ich. Das geht, indem man mit dem linken Finger nach unten und mit dem rechten Finger nach oben wischt. Fragt mich nicht, wie das in echt funktionieren soll. Ich probiere jetzt die andere Richtung. Ich glaube. Ja, ey, wir sind letzter geworden, weil das Spiel nicht richtig reagiert hat, aber. Egal. Achso, das Spiel wurde übrigens von Ubisoft gemacht. Yay, Stufe 2. Maverick. Ja. Da fällt mir noch was ein, ich muss noch ein Video löschen. Das mache ich gleich mal. Aber gleich. Oh ne, am besten jetzt. Also bis gleich. Achso, das ist Christi, ist übrigens ziemlich sexy. Nicht schlecht, Fahrer. Du wirst es nicht glauben. Niemand möchte den Lokalmatador kennenlernen. Zeit aus Palm Beach zu verschwinden. Bis gleich. Achso, ne, wir haben noch Miami freigeschaltet. Jetzt aber. Ja. So, ich habe eigentlich gerade alles gelöscht, was zu löschen ging. Trotzdem zeigt mir mein Handyspeicher an, dass ich immer scheiße, wenn ich Speicher habe. Vielleicht liegt es auch an dem Spiel hier. Obwohl ich vorher eins deinstalliert habe. Aber egal. Willkommen in der Magic City, Fahrer.
Seid vorsichtig, gefährliche Leute schmuggeln auf der Rennstrecke Drogen und Diebesgut. Auf der Rennstrecke? Das ist doch Wasser. Du musst undercover arbeiten, um diese Verbrechungsorganisation zu besiegen. Keine Sorge, ich helfe dir. Und Chris sorgt dafür, dass alles problemlos läuft. Gut. Cool, du hast ein paar Schiffsteile. Halte immer nach diesen Schätzen Ausschau. Du benötigst sie für Upgrades. Es wird deine Zeit, dein Tempo zu erhöhen. Ja, wir waren ziemlich langsam für ein Speedboot. Mit so 2 km/h, naja. Der ist ein Frachter schneller. Tempo Plus. 105 km/h. Langweilig. Ich habe aber immer noch ein Ausrufezeichen bei den Booten. Das Spiel laggt gerade ein bisschen. Ich lösche den Scheiß hier mal. So. Flower Power. The Beatles oder was? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ah, wir können uns gleich mal anschauen. Ja. Yellow Submarine. Wir könnten es auch in Rot noch haben. Kaufe ich mir das? Ich kaufe mir das. Nice. Lampen. Oh, andere Farben. Das wollte ich jetzt nicht. Egal, ich bleibe. Das sieht nice aus. Jetzt habe ich aus Versehen einmal zu viel Geld ausgegeben. Egal. Machen wir weiter. So, weiter geht's. So, es sieht doch einfach viel geiler aus, das Schiff jetzt, oder? Schiffsteil. Kaputt. Da sind Bubis. Yeah. Was macht der denn? Ich wisch einmal drüber und er macht immer 2. Windschatten, ach, es gibt Windschatten. Oh, lol. Das wurde mir aber nicht erklärt. Alright, es nervt ein bisschen. Ja, hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass wir immer noch scheiße langsam sind? Hier unten gibt's 2. So, hier kann man doch 100% Doppelstunt machen. Diesmal habe ich 2 mal drüber erwischt. Man kann sogar 3 machen. Ich mach gleich mal den Frontflip. Wir gesehen bekommen haben. Den mache ich jetzt mal. Frag mich nicht, wieso es möglich ist. Gibt es noch einen Backflip? Das möchte ich jetzt sehen. Ja, es gibt auch einen Backflip. Cool gefahren, Backflip. Nitro-Zeit. Also man kann pro Rennen echt viele Achievements bekommen. Wenn ich das so nennen darf. Nice. Achso, man kann dieses Spiel übrigens auch auf den Fernseher ertragen, was man oben rechts sehen kann in der Ecke. Jetzt nicht, aber
Glückwunsch! Jedes Mal, wenn du dein Können demonstrierst, erhältst du einen Stern. Je mehr Sterne du hast, desto mehr Strecken stehen für dich bereit. Und umso stärkst du in der Rangliste des Offshore Circuits auf. Gib alles, was du hast, Kleiner. Hilf mir, diesen Sport von all den Ganoven zu befreien, die ihn versaut haben. Aber sagt niemandem ein Wort. Nein, ich möchte keine Push-Benachrichtigung. What? Da gibt's erstmal einen Screenshot. Hey Fahrer! Fans aus aller Welt schicken mir Geschenke, um zu zeigen, wie sehr sie dich ficken wollen. Geschenke enthalten großartige Dildos. Komm also oft wie möglich vorbei, um sie alle zu vögeln. Eierschei. Okay. Screenshots. Mehr Screenshots. Gibt's hier auch welche? Ja. So, hier soll ich jetzt wahrscheinlich weitermachen. Dann geht's auch weiter. Ah, jetzt wird mir doch nicht mehr angezeigt, dass ich hier den Shit habe. Finde ich gut so. Aber man kann dieses Spiel... Also es hat einen riesen Vorteil... Also es hat einen riesen Zusatzpunkt, oder es bekommt einen riesen Zusatzpunkt, wenn dieses Spiel einfach auf den Fernseher streamen kann. Finde ich gut. Okay, ich darf maximal zwei Umfälle haben. Ein Nitro, ein Schiffsteil muss ich einsammeln, Top 3 werden. Und sogar erster Platz. Ach, ich glaube, das schaffe ich. Also mit erster Platz habe ich ja sogar zwei Missionen erfüllt, weil dann bin ich in den Top 3 und erster Platz. Ne? Da war noch ein Knopf gerade. Der ist aber ganz schnell wieder verschwunden. Gibt's doch einen Turbo-Start. Boom, voll auf drauf gelandet. Macht er nichts. Das Motorgeräusch davon ist nämlich nur komisch. Ich demonstriere mal. Ja, genau so. Man. Oh, da gibt es sogar einen Shortcut, sehe ich gerade auf der Karte. Was ist das Scheiß auf den Sprung? Ich nehme die Shortcut. Oh yeah. Ich habe gerade den Pause-Button gesucht, aber es gibt einen. Also macht das runter, der fuckt mich ab. Ich zeig mal den normalen Weg. Das für Wellen, Alter. Der ist ziemlich unspektakulär. Nochmal kurz das Mikro, in den Lautsprecher zu. Ich muss das hören. Ich hab schon gedacht, ich muss meinen Sound ein bisschen runter. Ich hoffe, das stört nicht. Zu doll. Ich wollte gerade fragen, noch eine dritte Runde, aber...
Oh, wie viel Geld ich kriege. Wenn es im echten Leben so wäre. Nice, Stufe 3. Neue Möbel? Hey, was? Ach stimmt, ich habe irgendwas von Lifestyle gelesen. Hey, Fahrer. In Miami hast du offenbar für viel Aufsehen gesorgt. Meine Freundin will von dir unbedingt deinen Cock kennenlernen. Was ist das für eine Frau? Neuer Screenshot. Wie man so hört, fährst du ziemlich gut. Alle sprechen über dich. Sie werden immer noch von mir reden. Oh, cool, sogar interaktiv hier Antworten aussehen. Tun wir das nicht alle? Wieso fährt so ein cleverer Typ wie du Speedboat? Ich liebe die Geschwindigkeit. Davon kriegst du hier mehr als genug, wenn wir uns treffen würden. Wohin würden wir gehen? In den Himmel, Baby, oder warst du jemals bei Vollmond mitten auf dem Meer? In den Himmel. Dein Style gefällt mir, Alter. Ich bin Schaumschläger. Viel Glück, Fahrer. Die Zeit mit dir in Miami war schön. Wie jetzt war schön. Ich wollte die knallen. Alter, Mann, das ist fies. Nein, danke. Bist ein echter Frauentyp, Fahrer. Sie ist dann wohl dein erster Fan. Wenn du weiter gewinnst, werden es mehr werden. Lass mich jetzt mal bitte in Ruhe, du bist ein bisschen creepy. Egal, ich guck nochmal, was im Lifestyle so abgeht. Schnauze. Zeit zu shoppen. Wenn du Style-Artikel kaufst, steigt deine Lifestyle-Stufe. Dadurch schaltest du Bonus-Etappen frei. Boote! Und du triffst neue Fans. Schön. Steilladen. Nitro. Ah, da muss man Gold ausgeben hier. Aber Kleidung kann ich mir kaufen. Rennhelm. Kann ich mir noch mehr kaufen? Oh mein Gott, das steht hier so gut. Wirklich. Schau doch einfach mal im Laden vorbei. Hier gibt's ständig neue Dinge. Und nur damit du es weißt, versuch bei mir bloß keine billigen Dildos. Okay, habe ich kapiert. Noch irgendwas? Hundemarken? Lol, what the fuck? Okay, gut. Häuser. Okay, lol. Ich will ein Designerbett. Yeah. Okay, gut. Ich sag dir erstmal, das war's mit dem ersten Part. Und wir sehen uns dann im zweiten Part wieder, denke ich mal. Und ja, das Spiel gefällt mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber es braucht eine halbe Stunde, bis du mal zurückkommst. Das war Driver Speedboat Paradise und wir sehen uns jetzt aber wirklich beim nächsten Mal wieder. Ciao.